Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Eine Präsidentin ist da. Eine Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie, Hildegard Müller, ist heute bei uns bei Phoenix persönlich zu Gast. Und Frau Müller, wir wollen mit einer persönlichen Frage anfangen, mit einer sehr persönlichen Frage, muss ich sogar sagen. Wenn eine Polizistin Sie anhält, Sie machen die Scheibe runter, also die Fahrerscheibe, Fahrerinnenscheibe in Ihrem Fall, und dann fragt die Polizistin die Standardfrage, Sie wissen, warum wir Sie angehalten haben. Was ist dann höchstwahrscheinlich der Grund? Es könnte hart am Limit vielleicht mit der Geschwindigkeit gewesen sein. Also das kann Ihnen schon passieren? Naja, man ist ja immer ein bisschen ungeduldig auch und man hat es eilig und ich fahre ja auch, um von A nach B zu kommen. Aber ich halte mich natürlich so, dass ich punktefrei bin. Aber das ist schon eine Versuchung für Sie, dass Sie sagen, als Automobilindustrievertreterin, man tritt einfach gerne mal drauf. Ich glaube, das hat mit Industrievertreterin und Automobilvertreterin gar nichts zu tun, sondern ich fahre gerne Auto, aber ich achte auch drauf, wie gesagt, deshalb, ich bin punktefrei, ich habe eine 17-jährige Tochter, die ich gerade begleite und da darf man sich auch gar keinen Punkt leisten. Oh, wie ist das? Also Sie zeigen ihr, wie das Autofahren geht? Nein, sie hat ihren Führerschein gemacht mit 17, darf aber nur begleitet fahren, bis sie 18 ist. Das heißt, sie muss mit den Eltern in dem Fall und das können sie nur, wenn sie halt auch ein sauberes Flensburger Punktegewissen haben. Und da achte ich natürlich noch mal ganz besonders drauf. Können Sie denn, während Ihre Tochter fährt, wie Politikerinnen und Politiker, Lobbyistinnen und Lobbyisten das machen, in ihren Akten lesen? Oder ist dazu noch nicht ganz so? Doch, die macht das super und ich vertraue ihr da auch. Aber man sitzt ja dabei und das soll ja begleiten, dass man ein kleines bisschen mit hinschaut. Aber ich bin erstaunlich gelassen, finde ich. Das finde ich auch gerade so, wie Sie es erzählen. Ja? Also man hätte fast den Eindruck, Sie sind eine gute Beifahrerin. Das gilt aber nicht generell. Doch. Ich bin eine gute Beifahrerin. Und da ich auch oft dienstlich unterwegs bin, ist das Auto für mich auch ein Arbeitsort. Und deshalb habe ich das mir auch angewöhnt, nicht jeden Fahrerzug sozusagen zu kommentieren. Und insofern. Das ist, glaube ich, ganz generell nicht schön. Ich habe einen sehr begabten Patensohn, der wirklich mich immer ein oder andere Mal entzückt und überrascht. Wenn der jetzt zu mir käme und würde sagen, er würde gerne Lobbyist werden, was würden Sie ihm dann raten? Also, was muss er dann drauf haben? Also erst einmal finde ich, dass es ein ehrenwerter Beruf ist, weil Interessensvertretung wichtig ist. Politik, Öffentlichkeit, wir müssen Entscheidungen treffen, indem wir gut informiert sind. Und Lobbyist für etwas zu sein, erstmal ist ja egal, für was. Ich kann ja für eine Gewerkschaft lobbyieren, ich kann für eine NGO lobbyieren, ich kann für eine wirtschaftliche Interessensvertretung lobbyieren. Und das ist es, glaube ich, was wir generell sowieso mehr zulassen sollten. Best informiert muss am Ende Entscheidung getroffen werden. Deshalb finde ich das erstmal richtig. Und das Wichtigste, was ich dann finde, ist zu wissen, worüber man redet. Also was man dann lobbyiert. Zahlen, Daten, Fakten und da gut drin sein, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und Sie machen das für Automobile und für die große deutsche Automobilindustrie auch logischerweise mit Überzeugung. Sie bleiben länger jetzt Präsidentin tatsächlich Ihres Verbandes. Spielt es nicht auch eine Rolle, weil das sich jetzt so nett anhört, spielt es nicht auch eine Rolle, wen man kennt in der Politik, dass man anrufen kann und sagen kann, lieber Christdemokrat XY in Brüssel, fragst du noch mal nach, ob das mit den Werten wirklich so bleiben muss? Also ich glaube, gerade so ist nämlich guter Lobbyismus nicht. Ich mache das erst einmal voller Überzeugung, auch für die deutsche Autoindustrie, weil ich glaube, dass wir auf einer spannenden Transformation sind in Richtung Klimaschutz. Mobilität ist ein Grundbedürfnis, bedeutet Teilhabe. Das vielleicht auch aus dieser polarisierenden Diskussion schwarz-weiß in die Schönheit der Graustufen hineinzuholen, nämlich zum Beispiel zu sagen, Mobilität ist total vielfältig, egal ob ich in der Stadt lebe, auf dem Land lebe, wie der öffentliche Nahverkehr in der Nähe ist und vieles andere mehr. Und diese Debatte zu führen, finde ich eine der gesellschaftlich spannendsten, die wir haben. Und gleichzeitig ist diese Industrie auch nicht ganz unwichtig. Wir haben fast 800.000 Arbeitsplätze, viele Branchen davor, danach, die noch mit dranhängen. Und ich finde, da kann man mit geradem Rücken auf Themen hinweisen. Was wir machen, machen wir mit jedem, der uns fragt, sozusagen auch. Und sich so vorzustellen, man klappt sein Telefonbuch auf und ruft einen an, wird keiner der Seiten, glaube ich, intellektuell gerecht. Sondern wir haben natürlich Meinungen zu Gesetzesentwürfen oder zu wichtigen Dingen, die sind, und wir tragen die vor. Übrigens sind wir und haben das immer unterstützt, im Lobbyregister auch eingetragen und nehmen sowas auch ernst. Ja, aber ich kann mir vorstellen, weil ich Sie ja jetzt die kurze Zeit, die wir uns jetzt hier schon sehen, als sehr einnehmende Menschen kennengelernt habe. Jetzt stelle ich mir vor, ich sitze da mit ihm beim Wein und ich sage eigentlich, Verbrennerverbot ist eigentlich schon meine Überzeugung. Und dann sitzen wir da und dann sagen Sie, ja, Mensch,
Dann sage ich, ich habe vielleicht eine andere Idee, die besser wäre, nämlich Technologieoffenheiten zu fördern, CO2-Ziele hart vorzugeben. Das ist wichtiger als ein Verbrennerverbot. Und dann vor allem, wenn man etwas nicht mehr möchte, muss das andere gelingen. Wie stehen wir da eigentlich? Und was, aber wenn Sie jetzt zum Beispiel mit Ursula von der Leyen, Ihrer Parteifreundin, also CDU-Parteifreundin, reden, das wird dann aber schon mal so am Telefon, dass Sie sagen, Uschi, jetzt hör auf damit. So ist das so? Also Uschi, und sage ich sowieso nicht. Röschen war Ihr Spitzname. Ja, gibt auch noch andere. Zum Beispiel Ursula, sie anzusprechen, wie sie heißt, soll ja auch nicht falsch sein. Wir duzen uns, weil wir zusammen im CDU-Präsidium waren. Nichtsdestotrotz, alles, was ich der Ursula von der Leyen sage, sage ich auch anderen so. Nämlich das, was aus unserer Sicht wichtig ist. Doch. Sie würden sich jetzt hier bei Phoenix, einem durchaus verschwiegenen Fernsehsender, aber trotzdem ein öffentliches Medium. Millionen Publikum würden Sie... Was für ein bitterer Spott. Ich bin so hart für ein Verbrennerverbot, seit Sie das gesagt haben. Aber Sie würden also alles das, was Sie mit Ursula von der Leyen, der EU-Kommissionspräsidentin, besprechen, würden Sie hier bei uns auch sagen? Also unsere Papiere, unser Lobbyismus beruht auf Fakten, Fundamenten und Lobbypapieren, Sachverhalten, Stellungnahmen zu Gesetzesentwürfen. Und die tragen wir nicht nur einer Kommissionspräsidentin vor, die tragen wir dem Parlament vor, die sind wir in der Öffentlichkeit mit. Ich mache ja viel auch in Journalistendiskussionen und Runden und so weiter. Dieses Gefühl, Lobbyismus sei etwas bei Wein und in verschwiegenen Runden, wird der Sache, glaube ich, nicht gerecht. Ich muss ehrlicherweise sagen, dann ist Lobbyismus schon ein bisschen uninteressanter, muss man sagen. Frau Müller, so wie Sie es da schon mal. Ich hätte gehofft, dass es so ein bisschen was leicht Mafiöses hat, so wie, na komm, machst du hier eine Hand, wäscht die andere und die Sache. Ich möchte aber noch mal auf was anderes zu sprechen kommen. Warum könnte sich der Verband der Automobilindustrie so sehr für Sie interessiert haben? Weil Sie eine spektakuläre politische Karriere hingelegt haben. Sie waren die Vorsitzende der Jungen Union bis 2002. Sie sind in den Deutschen Bundestag eingezogen und dann, das ging alles wirklich, wenn man das nachverfolgt, rasend schnell. 2005 wird Angela Merkel Bundeskanzlerin. Wen nimmt sie als ihre Kanzleramtsministerin Staatsministerin. Ja, aber klingt besser. Ich sag's einfach mal so. Sie war noch nicht 40 Staatsministerin. Ja. Und bumm, sitzen da im Kanzleramt. Ja. Das muss doch für Sie toll gewesen sein. Wie waren die ersten Tage? Wie beschreiben Sie Ihrer Tochter, wie die ersten Tage da waren im Bundeskanzleramt? Also erstmal so ein Karriereweg, der so glatt aussieht, ist meistens auch ein Ergebnis harter Arbeit. Will ich nur an der Stelle noch mal sagen. Ich habe ja lange Politik ehrenamtlich gemacht, habe da die ganzen JU-Vorsitz, das war alles ehrenamtlich, bin dann in der Tat 2002 in den Bundestag gekommen. Und da war es natürlich eine super Chance und ich sage auch eine große Ehre, dann auch im Kanzleramt mitarbeiten zu können. Das bin ich auch stolz drauf, diese Jahre gemacht zu haben. Es war eine spannende Zeit, die erste große Koalition, ja. Ich bin aber auch schon 2008 bewusst auch aus der Politik ausgestiegen. Und bin jetzt im Jahre 2020, also ja nun auch einige Jahre danach, in diese Funktion gekommen, war da zwischen in der Wirtschaft bei einem Verband, habe operatives Geschäft gemacht. Das habe ich zum Beispiel nicht verstanden, Frau Müller. Weil man ist im Kanzleramt, man ist da, wo die Geschicke einer der größten Volkswirtschaften entschieden werden, der ganzen Welt, Volkswirtschaften der ganzen Welt. Und dann gehen Sie zum Bund für Energie und Wasserwirtschaft, wo man denkt, echt jetzt, kann ja so heiß nicht gewesen sein. Und da ich ein missgünstiger Journalist bin, habe ich mir Gedanken gemacht, habe überlegt, es hat Frau Müller nicht gefallen im Kanzleramt, weil sonst wäre sie ja nicht zur Wasserwirtschaft gegangen. Also bitte. Ah ja. Also erstmal Energie und Wasserwirtschaft. Ja. Energie ist, glaube ich, schon eins der spannendsten Themen auch 2008. Es ist immer, solche Entscheidungen sind ja Lebensentscheidungen. Man hat immer auch bestimmte Phasen. Ich war Anfang 40. Und ich habe mehr als die Hälfte meines Lebens schon Politik gemacht damals. Lange Jahre ehrenamtlich, nicht so lange hauptamtlich, wie gesagt 2002 im Bundestag gekommen und so weiter. Sodass man dann schon auch mal denkt, wie geht der weitere Lebensweg weiter. Ich hatte eine junge Tochter damals und es war ein Bündel von Punkten. Und ich will auch noch mal sagen, bevor ich hauptamtlich in die Politik gegangen bin, habe ich auch lange Jahre in der Wirtschaft gearbeitet. Also ich habe fast 17 Jahre lang bei der Dresdner Bank gearbeitet. Mir hat das Spaß gemacht und ich bin auch jemand, der gerne in der Wirtschaft arbeitet, dort auch macht und gestaltet. Ich wollte nur sagen, es gibt ja für solche Entscheidungen, warum man etwas macht. Man könnte natürlich, warum ist sie gegangen? Ich wollte auch immer selber entscheiden, wann und wie ich aus der Politik herausgehe zum Beispiel. Ja, aber als so junge Frau, und vor allem, Sie haben ja nicht die ganze Zeit vorher ehrenamtlich Politik gemacht, weil sie nicht, das macht man ja als Überzeugungstäterin, das macht man doch, wenn man sagt, da stehe ich dahinter. Man kann doch auch politischer Mensch sein, ohne Amt oder Mandat. Also ich finde zum Beispiel jetzt die Frage der Gestaltung von der Zukunft der Mobilität, vor dem Hintergrund, wie ich das eben angedeutet habe, wie bringen wir die verschiedenen Verkehre miteinander in Verbindung, wie gestalten wir den klimaneutralen, die klimaneutrale Mobilität, ist eine hochspannende politisch-gesellschaftliche Aufgabe. Also Sie mögen das jetzt abschätzen, Sie haben ja nach meiner Lebensentscheidung gefragt und die war so,
ich möchte, dass Sie mir die Wahrheit sagen. Und Sie sind auch nicht der Erste, der fragt, warum ist sie aus der Politik rausgegangen? Ich habe eine Fußballanalogie. Sie spielen bei einem Spitzenklub wie Borussia Dortmund. Ja. Sie spielen Champions League. Oder bei den FC Bayern. Ja. Aber nehmen wir mal das Borussia Dortmund Beispiel. Und, könnte ich aufhören. Sie spielen auf höchstem Niveau. Sie spielen an der Seite von Füllkrug. Und dann plötzlich sagen Sie, von jetzt auf gleich, nee, jetzt mache ich aber Feldhockey, aber amateurmäßig irgendwo. Zum Beispiel Politik ist ja auch eine endliche, haben Sie auch eine endliche Lebenszeit. Und irgendwann überlegen Sie, wie soll Ihr Leben weitergehen. Es war eine Fülle von Gründen. Ich hatte wirklich ein breites Spektrum. Habe es mir auch nicht leicht gemacht. Habe auch mal Momente gehabt, da habe ich damit gerungen. Habe ich gedacht, wenn ich jetzt dabei wäre noch, dann wäre irgendwie alles besser oder so. Es war aber eine Entscheidung, die ich bewusst getroffen habe, die auch im Nachgang mich nach wie vor auch sagen, ich habe eine richtige Lebensentscheidung getroffen. Und bin froh, sehr froh mit dem, was ich heute machen und gestalten kann. Spekulieren wir mal, das hat Ihnen politisch nicht gefallen. Und zwar spekuliere ich da aus aktuellem Anlass. Am Anfang dieser Woche hat Wolfgang Schäuble seine Erinnerung vorgelegt. Das hat er nicht mehr selber machen können, weil er im vergangenen Jahr verstorben ist. Aber jetzt posthum sind die erschienen. Merkel war in diesen Wahlkampf 2005 mit einem zukunftsorientierten Grundkonzept gegangen. Nach dem Ende dem sehr knappen Wahlausgang hat sie das nie mehr wiederholt. Sie war stattdessen 16 Jahre mit dem weitestgehenden Verzicht auf inhaltliche Auseinandersetzungen erfolgreich. Schreibt nicht der politische Gegner, schreibt der Mann, der auch gesagt hat in seinen Erinnerungen, Angela Merkel war ein Glücksfall. 16 Jahre ohne inhaltliche Auseinandersetzungen. Mhm. Wieder meine These, das ist der dynamischen, das ist der agilen ehemaligen JU-Vorsitzenden Hildegard Müller zu wenig, die sagt, wir müssen rein in die Auseinandersetzung, Frau Bundeskanzlerin. Wenn Sie das nicht machen, dann gehe ich zur Wasserwirtschaft. Energie und Wasserwirtschaft. Nein, also ich teile auch nicht, also Wolfgang Schäuble ist ein ganz kluger Mann, dem dieses Land wirklich sehr, sehr viel zu verdanken hat. Ich teile diese Einschätzung, so wie sie sich jetzt anhört, nicht vollkommen. Ich finde, man muss auch immer vieles auch einordnen, wie sind Koalitionsregierungen, welche Herausforderungen gibt es von innen und von außen. Generell glaube ich jetzt mal, dass wir als Gesellschaft, und das merken wir jetzt ja gerade in vielen Bereichen, wenn wir sehen, wo die Wachstumsschwächen hin, welche Integrationsthemen wir haben, dass wir vielleicht in den guten Zeiten, wenn man das so sagen darf, wo wir gedacht haben, nach dem Fall der Mauer, der europäischen Erweiterung, auch einem hohen Wohlstandsniveau, was wir hatten, dass es irgendwie so weitergehen könnte. Ich glaube, wir haben uns eher als Gesellschaft, als Politik, vielleicht auch als Wirtschaft alle zu wenig angestrengt. Jetzt reden wir mal über die Wirtschaft, die Sie vertreten, die Sie, wie Sie gesagt haben, ganz sogar transparent vertreten. Stehen Sie denn auch zu den Fehlern der Automobilindustrie? Zum Beispiel die deutsche Automobilindustrie hat ja definitiv den E-Auto-Trend, E-Mobilität total verpennt. Also der Nissan Leaf, der ist 2009 präsentiert worden, 2010 erstmals verkauft worden. Seit damals wird Nissan Leaf verkauft, ist das erfolgreichste E-Auto zu Anfang geworden, dann vom Tesla überholt worden. Und die Deutschen kommen dann viele Jahre später bei VW mit dem ID3 hinterher. Das ist alles sehr, sehr teuer. Das hat auch nicht die Abseitszahlen, nicht in der Nähe des Nissan Leafs. Wie besprechen das die Leute in der Automobilindustrie untereinander, dass sie sich so schwer vertan haben, dass sie so einen Trend total verpennt haben? Ich teile die Analyse nicht vollkommen. Erstens sind Fehler in der Geschichte der Automobilindustrie gewesen. Das will ich ausdrücklich auch so sagen. Aber ich sag mal, das macht ja jetzt nicht, da kann man ja nicht sagen, das war's dann und jetzt hat die Automobilindustrie recht verwirkt, da irgendwie mitzugestalten. Sie ist nach wie vor sehr erfolgreich. Sie ist zum Beispiel der zweitwichtigste Hersteller von Elektroautos weltweit. In Deutschland werden nach China die meisten Elektroautos gebaut, hergestellt und verteilt. Widerspricht also etwas der These, die Sie hatten. Es gab Phasen, da war die deutsche Autoindustrie auch mit Modellen elektrisch weit vorne dabei. Es war aber auch noch nicht die Zeit. Es ist ja heute auch noch schwer. Wir sehen ja, wie schwer es ist, Menschen davon zu überzeugen, auch wenn jetzt Modellvielfalt kommt und gute Angebote auch in Batterielängen etc. sind, wie umgeparkt werden muss oder umgeladen werden muss sozusagen im Kopf, ist die Infrastruktur, die Ladeinfrastruktur, da ist so ein komplexes Thema halt auch, was schwierig ist. In anderen Märkten, wo zum Beispiel wie in China jetzt viele das erste Auto kaufen, steigen die mit Elektromobilität ein. Und deshalb gibt es da auch eine andere Art von Hochlauf. Wir sind vorne dabei. Wir haben in den nächsten 4 Jahren rund 280 Milliarden Investitionen, Forschung, Entwicklung, die neuen Antriebe. Deutschland ist vorne dabei bei der Kreislaufwirtschaft, zum Beispiel nicht nur das Thema Antrieb zu betrachten, sondern CO2-Reduktion in der gesamten Lieferkette. Ich teile Ihren Pessimismus nicht und ich glaube, dass wir sehr gut aufgestellt sind, aber es ist auch ein ganz hartes Rennen geworden. Aber warum sind die deutschen Elektroautos teurer als die anderen? Es hat zwei Gründe. Zum einen ist es in Deutschland aufgrund der aktuellen Standortbedingungen
sehr schwierig geworden, wettbewerbsfähig Autos zu bauen. Unser Standort ist in fast allem zu teuer. Energiekosten, Lohnkosten. Energiekosten sind nicht mehr, das hat der Bundeskanzler Ihnen erst gesagt. Da teile ich aber die Einschätzung des Bundeskanzlers gar nicht und kann das gerne auch widerlegen. Muss ich wirklich ausdrücklich so sagen und finde, wird auch dem Problem nicht gerecht, wenn so eine Aussage kommt. Die Energiekosten sind vielleicht an der Börse, wer auch immer dort direkt beschaffen kann, wieder wie auf dem Niveau wie vor dem Ukraine-Krieg. Damals waren sie aber auch schon 3 bis 4-mal so hoch wie in relevanten Wettbewerbsstandorten. Hinzu kommen Netzentgelte, Steuern, Abgaben, Umlagen. Gerade der industrielle Mittelstand und die Zulieferindustrie ist ja neben den Herstellern etwas, auf dem wir fußen. Er hat immense Probleme, wie die gesamte deutsche Wirtschaft, mit dem Thema Energiekosten, um einen Punkt zu nennen. Und so kann man viele andere Themen dabei fügen. Bürokratiekosten und so weiter. Bürokratiekosten, also, Frau Müller, haben Sie schon mal an einem Ort kritisiert, Sie haben in der Berliner Zeitung zitiert worden, die Autoindustrie erlebe Zeitverluste und Komplexitäten, da die Verwaltung in Deutschland nicht digitalisiert sei, kritisierte Hildegard Müller. Habe ich mich gefragt, haben Sie schon jemals einen Leihwagen oder ein Leasingfahrzeug bei Volkswagen in Wolfsburg zurückgegeben? Weil ich fühlte mich da an die DDR-Grenze erinnert, muss ich wirklich sagen. Weil das so formal ist, so durchbürokratisiert ist, weil so wenig digital geht, weil sie zwar so tun, wow, wir haben die Autostadt Wolfsburg, das ist totaler Futurismus. Mhm. In Realität ist das, was man als Kunde mit der deutschen Automobilindustrie erlebt. Der Kunde ist eine Art Untertan, der wird nicht als Kunde behandelt. Also so sehr ich schätze, aber ich finde das jetzt sehr pauschal, wie Sie das sagen. Erst einmal finde ich, dass die Geschwindigkeit, die Veränderungsgeschwindigkeit, die Dynamik, sich auch dieser weltweiten Herausforderung zu stellen, jetzt schon beeindruckend ist. Man muss ja ein gesamtes System auch verändern, Produktionsprozesse umbauen. Und natürlich ist beim Thema Digitalisierung für uns alle noch Luft nach oben. Aber ich glaube, dass sich die Autoindustrie nicht verstecken muss, wenn ich die Zahl unserer Patentanmeldungen und viele andere Dinge dort sehe. Sie sagen, ich erzähle Ihnen das jetzt als Kunde. Ich nehme das sehr ernst. Und deshalb sind wir ja alle gehalten, uns ständig zu verbessern, Prozesse schlanker zu machen. Aber es gibt zum Beispiel umfassende Dokumentations- und Informationspflichten, die wir haben, die wir eben auch deshalb, wenn Sie sich manchmal als Kunde genervt fühlen haben, weil wir auch in Richtung öffentliche Behörden dokumentieren und Verwaltung machen müssen. Ich sage, wir müssen unsere Prozesse machen. Jeder muss vor seiner eigenen Haustüre kehren. Aber ich darf ja schon auch noch mal darauf hinweisen, dass in anderen Ländern die öffentliche Hand zum Beispiel sehr viel schneller ist. Sie haben ja, die Ausgangsfrage war ja, warum sind wir teurer oder sind wir wettbewerbsfähig oder nicht? Warum, ne? Und deshalb den Satz fröhlich zu Ende bringen, dass die Standortbedingungen halt nicht mehr oder zunehmend zu einem Hindernis werden, in Deutschland Auto zu produzieren. Die Standortbedingungen, ich möchte einmal hören, dass irgendein Automobilhersteller sagt, wir machen gegenüber den Kunden, die uns jetzt gerade zugucken, keinen guten Job. Und ich kann Ihnen da selber, weil ich Automobilpatriot bin, ich liebe Autofahren, ich finde in Deutschland werden hervorragende Autos gebaut, Verbrenner und E-Autos, das, was ich schon mal ausprobiert habe, das ist allererste Sahne. Ich würde genau wie viele Freunde, die Bekannte, die ich gesprochen habe, im Traum nicht mehr drauf kommen, zu sagen, meine erste Adresse, zu der ich hingehe, ist ein deutscher Automobilhersteller, weil es bei Kia, die auch in Deutschland gebaut werden, besser ist. Aber jetzt mal ehrlich, Herr Tadeusz, die Absatzzahlen sprechen eine andere Sprache. Ich sage nicht, dass wir nicht besser werden können, aber ich sage auch nicht, 780.000 Menschen in der Automobilindustrie machen keinen guten Job, weil das nicht fair wäre, nicht gerecht wäre und weil wir sehr, sehr viele, sehr zufriedene Kunden auch haben. Die spricht hier gar nicht gegenüber, dass wir besser werden können, dass wir besser werden müssen. Deshalb dränge ich ja auch öffentlich so leidenschaftlich darauf, dass wir bessere Standortbedingungen bekommen, weil wir ja hier auch bleiben wollen, weil wir hier weiter Wertschöpfung haben wollen, weil wir hier auch eine mittelständische Industrie haben, die wir weiter auch bedienen wollen und so weiter. Aber vielleicht machen wir uns alle ein bisschen Mühe, auch bei vielen anderen Themen, ein bisschen weniger von Schwarz und Weiß, machen keinen guten Job, machen einen guten Job. Dazwischen liegt Breite von Menschheit. Ein Automobilhersteller will ja wahnsinnig viel Geld von einem Kunden haben. So viel möchte ja kein anderer. Das Einzige, was noch teurer ist, ist, wenn man sich eine Immobilie kauft. Darf ich mal ein Beispiel bringen? Im 1. Juli werden alle Neufahrzeuge Sie jetzt darauf hinweisen, mit einem akustischen Tonsignal, wenn Sie 1 Kilometer zu schnell fahren. Wahnsinniges Thema, bauen wir ein, machen wir, liefern wir und so weiter. Wir investieren immense Summen in Sicherheit und gleichzeitig machen wir ein Cannabis-Gesetz, jetzt mit Freigrenzen, wo die Menschen unter Cannabis-Einfluss ja wahrscheinlich in Zukunft fahren dürfen. Dass man auf solche Widersprüchlichkeiten auch mal hinweist, sei auch das? Mal. Was ist das
das für ein Argument? Sollen wir mal eine Liste der CDU-Politiker durchgehen, die schon besoffen Auto gefahren sind? Das jetzt, darf man die ganze Zeit. Ich bin 2008 aus der Politik heraus. So, ich jetzt mal. Das war jetzt auch mal. Ich jedenfalls noch nicht. Ich aber Sie haben jetzt auch Sachen. Sie haben aber, Frau Müller, auch Sachen zusammengerechnet, die nicht zwangsläufig zusammengehören. Nein, ich möchte Ihnen aber die Gelegenheit. Wir hoppen jetzt so ein bisschen. Sie haben erst mal gefragt, wir würden keine wettbewerbsfähigen Autos. Warum ist es so viel teurer? Ist ja eine Frage, die Verbraucherinnen und Verbraucher sich stellen. Die Produktionskosten in Deutschland sind erheblich teurer. Zweitens, in anderen Märkten wie in China etc. gibt es halt direkte Subventionen für die Automobilhersteller. Ich leite das für uns nicht ab. Ich fordere sie für uns auch nicht. Das ist mir ganz wichtig zu sagen. Aber ich kann die Augen nicht davor verschließen, dass andere Autos wesentlich mehr mit staatlicher Unterstützung und günstigeren Standortbedingungen produziert werden können. Das macht Autos teurer. Das ist zumindest mal ein Sachverhalt, den man zur Kenntnis nehmen muss. Zufrieden macht er mich ja auch nicht. Und der Bundeskanzler ist, während wir reden, höchstwahrscheinlich schon in China oder ist auf dem Weg nach China. Da gab es jetzt die Idee bei der EU, bei Ursula, dass man Strafzölle den chinesischen Autos überhaupt, chinesische Autos müssen im Moment, chinesische Hersteller müssen schon 10% Zoll bezahlen tatsächlich. Und da hieß es, da müsste man jetzt Strafzölle drauf nehmen, weil es diese Subventionen gibt für die Autos, die nicht regulär sind, die nicht in Ordnung sind aus Sicht deutscher Automobilverkäufer. Wie sehen Sie das? Also sind Sie der Meinung, das sollte man machen? Man sollte tatsächlich Strafzölle auf chinesische Autos aufschlagen, damit die nicht diese Bit-Autos beispielsweise hier so günstig verkaufen können, wie sie. Also ich glaube nicht, dass das ein geeignetes Instrument ist. Ja, es gibt Wettbewerbsthemen mit China, die wir haben. Da müssen wir erstmal an uns selber arbeiten und besser werden. Zu dem, was müssen wir als Industrie besser machen? Wie muss der Standort besser werden? Und anderes mehr. Wir verteuern natürlich auch mit ganz vielen Auflagen und vielen anderen Dingen mehr hier auch Autos und Autoproduktionen. Wir machen nicht genügend in Rohstoffen. Wir machen nicht ausreichend in Halbleitern, Batteriethemen und anderen Punkten. Haben wir uns jahrelang zu sehr auf andere verlassen. Das müssen wir jetzt korrigieren. Und das sind alles Punkte, die man auch machen muss. Zweitens, ich finde wichtig, dass man mit China natürlich auch über faire Wettbewerbsbedingungen spricht. Ich glaube aber generell, dass Zölle, wechselseitige Zölle, gerade für eine Industrie, die von offenen Märkten auch irgendwie lebt, dass sie uns nicht weiterhelfen. Da hat der Mercedes-Chef in ihrem Sinne gesprochen. Ola Källenius hat schon gesagt, da sei er auch kein Freund davon, von den Strafzöllen. Da muss man natürlich dazu wissen, dass Mercedes-Benz zu einem Fünftel in der Hand von chinesischen Unternehmen ist. Erstmal muss man wissen, wie wichtig auch der chinesische Markt ist. Ich will es erstmal nur beschreiben. Diese 280 Milliarden an Transformationskosten, die wir haben, die machen wir natürlich auch in einem erheblichen Maße, indem wir diesen großen Boom, der gerade in China ist, viele Menschen kaufen sich ihr erstes Auto, indem wir dort auch einen wichtigen Absatzmarkt haben. Das heißt, wir sind auch, und ich finde das übrigens auch mal über Jahrzehnte, war es ein sehr gutes Modell zu sagen, dass wir auch miteinander im Gespräch, im Handel sind. Und wenn Wachstum und Wohlstand sich in verschiedenen Ländern positiv entwickeln, ist das in der Regel auch gut für Beziehungen. Es sind sanfte Worte und trotzdem hat sich die Bundesregierung entschieden, die sogenannte De-Risking zu machen, weil sie gesagt haben, haben wir uns selbst, zum Beispiel die Regierung Merkel, in die Abhängigkeit von Russland manövriert. Das möchten wir mit China nicht nochmal erleben, obwohl wir da jetzt schon viel verwobener sind. Müsste man da jetzt nicht wirklich auf die Bremse treten, anders als Ola Källenius, der wieder sagt, mehr Investitionen, das ist aus seiner Sicht De-Risking. Ja. Kann man das wirklich machen? Also als Autoindustrie haben wir zwei Themen. Wir haben zum einen die Produktionsfrage und da finde ich das völlig richtig, dass man De-Risking betreibt. Deshalb bin ich also jemand, der so sehr nach Handelsabkommen fragt, mit anderen Regionen auch. Natürlich brauchen wir eine Energiepolitik, dass wir wettbewerbsfähiger sein. Wir brauchen Rohstoffe, dafür brauchen wir Handelsabkommen mit Afrika, mit Lateinamerika und vielen anderen Regionen mehr. Da beschwert es mich, dass wir zwar von De-Risking reden, aber hier nicht entscheidend weiterkommen. Das ist ganz wichtig, neue Partnerschaften mit anderen Ländern, um ein größeres Maß an Unabhängigkeit zu haben. Das ist ganz wichtig, das unterstütze ich vollkommen. Das andere ist, wir haben auch Absatzmärkte, internationale Absatzmärkte nochmal. Und da kann man jetzt ja sagen, die risken oder nicht. Es gibt keine vergleichbaren Märkte, die aktuell so einen Hochlauf haben. Und ich sage nochmal, wir verkaufen dort. Das ist das Argument, es gibt niemanden, der uns so billig Energie verkauft wie die Russen. Das ist das gleiche Argument. Das ist nicht das gleiche Argument. Ich will erst mal sagen, die Wertschöpfung, die wir dort haben, die ermöglicht uns auch ganz viel, die wir hier auch in die Ziele, Klimaziele haben etc., die wir auch stecken. Und es ist ein Wettbewerbsmarkt, auf dem wir gerne und richtigerweise auch mit dabei sind. Politische Eskalation kann auch zu anderen Handlungen zwingen. Wir haben auch in Russland, als Russland die Ukraine überfallen hat, Russland war auch ein wichtiger Standort. Hier geht
das Primat der Politik, dann werden wir auch entsprechend handeln. Aber wir sind nicht in einem Krieg mit China. Wir haben jetzt eine wahnsinnige Entwicklung, die auch übrigens technologisch auch natürlich durch diesen Markt interessant ist. Wir lernen auch viel durch diese hohen Absatzzahlen und China und vieles andere mehr. Und deshalb finde ich es auch völlig legitim, das jetzt miteinander zu diskutieren. Da Sie das Kanzleramt aus eigener Sicht kennen, wie sehr fühlen Sie sich denn tatsächlich von Olaf Scholz beispielsweise getragen, weil es gab jetzt großen Stress oder Stunk. BDI, BDA, Zentralverband des Deutschen Handwerks und die Deutsche Industrie- und Handelskammer, die Spitzenvertreter waren beim Bundeskanzler. Und es gab am Ende dieses Treffens nur noch so einen Rest an Höflichkeit, also die notwendigste Höflichkeit. Und die Spitzenvertreter der deutschen Wirtschaft haben gesagt, wir sind da abgewatscht worden, wir sind nicht gut behandelt worden. Können Sie sich das vorstellen oder müsste man da nicht den Vorwurf zurückmachen und sagen, ihr von der Wirtschaft, ihr seid auch mittlerweile sehr empfindlich, ihr fordert freien Markt und schimpft die ganze Zeit auf die Politik. Was wollt ihr denn? Also ich glaube schon, dass in der gesamten deutschen Wirtschaft uns alle die Sorge eint um die Frage, wie wettbewerbsfähig ist der Standort? Wie viel Wertschöpfung, wie viele Arbeitsplätze, wie viel Wachstum, wie viel Wohlstand können wir hier haben? Und es sollte ja diese Breite der Wirtschaft, die dort ist, das ist ja der kleine mittelständische Handwerksbetrieb bis zum DAX-Großkonzern im industriepolitischen Bereich. Wenn die alle gemeinsam auf Punkte hinweisen, die uns Sorgen machen am Standort, die die internationale Wettbewerbsfähigkeit schwieriger machen. Wenn wir darauf hinweisen, welche weltweiten Bewegungen sind, dann ist das nicht die Klage irgendwelcher Lobbyisten, die da meinen, sie würden nicht genug kriegen, sondern das bringt es ernsthaft zum Ausdruck, jetzt ganz wirklich. Und wir sehen ja auch eine Stärkung der politischen Ränder, die von dieser Stimmung zu profitieren versucht. Wir müssen uns mehr anstrengen, um unser Wohlstandsmodell in Deutschland zu halten. Und dafür brauchen wir andere Rahmenbedingungen. Dafür müssen wir uns als Wirtschaft mit auseinandersetzen. Als Gesellschaft müssen wir auch das eine oder andere strittig diskutieren. Geht das, was in guten Zeiten noch ging, heute auch? Arbeiten wir zum Beispiel wieder länger oder anderes mehr? Und da müssen wir natürlich aber auch von der Politik sagen, auch ihr müsst eure Hausaufgaben machen. Aber Sie waren die kampfkräftige Hildegard bei Hart aber fair in der ARD. Haben Sie live Erik Holm von der AfD verschiedene Szene live im Fernsehen tatsächlich gezogen. Aber kann man nicht eigentlich sagen, als Automobilhersteller ist es mir doch egal, ob die Rechtspopulisten in Deutschland Wahlen gewinnen, weil ich ja auch in China mit Staatskommunisten gemeinsame Sache mache. Das hat ja auch mit Demokratie nichts zu tun. Also der erst einmal, finde ich, hat man eine klare Haltung zu bestimmten Fragen. Und ich glaube, gerade als Deutsche mit dem Lernen aus der deutschen Geschichte verbieten sich solche Themen wie Antisemitismus, Ausländerfeindlichkeit und andere Dinge für uns. Aber auch als Wirtschaftsvertreterin sage ich, man versucht hier aus ja auch nicht unberechtigten Sorgen und Ängsten der Menschen als Populisten Kapital zu schlagen, bringt aber Lösungen, die gerade für diese Menschen, für denen sie angeblich da sein wollen, keine sind. Sie schlagen ja zum Beispiel vor, dass man überlegt, aus der Europäischen Union auszusteigen. Den Dexit, ja. Den Dexit sozusagen. Wir haben das jetzt mal, die deutsche Wirtschaft hat das mal hochgerechnet. Am Brexit haben wir uns mal, wir haben ja ein lebendes Beispiel. Das würde bis 2035 rund 2,2 Millionen Arbeitsplätze kosten und 450 Milliarden an Wertschöpfung für uns bedeuten. Und deshalb finde ich, muss man auch über Fakten, gerade auch mit diesen Parteien sagen, ihr profitiert hier, ihr schürt Sorgen, ihr schürt Ängste, aber eure Lösungen sind keine, gerade für die Menschen, für die ihr angeblich da sein sollt. Da bin ich sehr klar aufgestellt, dass die deutsche Wirtschaft auch sehr klar aufgestellt oder Fachkräfte und vieles andere mehr. Da können wir gerne in jedem Punkt in die inhaltliche Auseinandersetzung mit der AfD oder Bündnis Sahra Wagenknecht und anderen gehen. Zurück zur deutschen Mark ist auch eine Forderung der AfD. Das wusste ich, bis Sie sich darüber auseinandergesetzt haben mit Live Erik Holm, auch nicht wirklich, dass das eine Forderung ist. Ist denn unser Bundeskanzler ein Autokanzler? Also es ist schon so, dass unser Bundeskanzler industriepolitisch auch einen guten Kompass hat. Das will ich auch sagen. Ich finde es zum Beispiel auch im Umgang mit China richtig, dass er da über die Risking redet und nicht über die Coupling, also völlige Abkopplung und andere Dinge mehr. Aber mit Blick auf das, was ich eben auch für den Standort gesagt habe, würde sich die gesamte deutsche Wirtschaft zurzeit mehr erwarten von der deutschen Bundesregierung. Also Sie möchten dann, was möchten Sie denn genau von denen eigentlich? Ich möchte, dass wir zum Beispiel eine andere Art von Energiepolitik machen, die zu einem größeren Angebot von Energie führt. Ich erwarte, dass Bürokratie abgebaut wird. Sie haben das Thema Digitalisierung der Verwaltung mal erwähnt. Andere Länder und Regionen beweisen ja hier, dass man sehr viel mehr digital machen kann, Prozesse zu beschleunigen, Unternehmen mehr Freiheiten zu geben, sich um das zu kümmern, was wirklich ist. Wenn Sie mal sehen, wie die Bürokratielasten in den letzten Jahren explodiert sind. Wir brauchen kein deutsches Lieferkettengesetz und ein EU-Lieferkettengesetz und vieles andere mehr. Also wir können hier eine ganze Menge an sehr konkreten Punkten einfallen. Wir haben zum Beispiel die deutsche Wirtschaft
Gewerkschaft über 470 konkrete Vorschläge zum Bürokratieabbau vorgelegt, von denen 34 im letzten Bürokratieentlastungspaket genommen sind. Es gibt also noch ein bisschen was zu tun. Aber das dauert natürlich alles auch ein kleines bisschen, wie Sie allerbestens wissen, Frau Müller. Ich habe viel gelernt über Lobbyismus, dass das eigentlich eine ganz transparente Angelegenheit ist, wie Sie mir erzählt haben. Ich lebe das so und ich glaube, ganz viele Menschen dort leben das auch so. Also es gibt niemanden, der das anders macht. Ich lebe das so und ich habe gesagt, viele leben es anders so. Ich kann hier so pauschal ist mir immer zu wenig. Ich würde mir auch von mancher NGO mehr Transparenz über ihre Finanzen erwarten, so wie wir das zeigen. Ich danke Ihnen vielmals, Frau Müller, für Ihre Zeit. Dankeschön. Und Ihnen zu Hause vielen Dank fürs Zugucken. Dankeschön, bis zum nächsten Mal.